C-A-L-L-M-E, baby. Ich weiß, long time no see, wie immer. Und ihr seht's gerade, ich habe Haare gelassen. Ich habe auch ein bisschen mitgefilmt beim Friseur, aber nicht viel, weil ich war alleine. Also beim Friseur glaube ich gar nicht. Aber als Follow Me Around. Ich habe sie jetzt braun, aber da kommt das Blond schon ein bisschen durch, weil eigentlich will ich zu meiner Haarfarbe zurück. Dazu aber in einem anderen Video mal mehr. Aber mir gefällt die Haarfarbe auch. Sag ich ganz ehrlich, vielleicht bleibe ich auch eine Weile bei der. Ich glaube, ich sollte doch wieder nach ein, zwei Wochen wieder oder Monaten nachfärben gehen. Weil der Ansatz ist schon ein bisschen heftig, durch das halt meine Originalfarbe ist. Aber egal, um das sollte es nicht gehen. Viele haben sich einen Look mit dem Nifty Neon von MAC gewünscht, beziehungsweise viele waren es nicht, aber ein paar. Ich habe ihn auch drauf, so sieht er in der Cam aus. Ich bin verliebt in den. Ich bin wirklich verliebt in den, diesen Lippenstift. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, so sieht's aus. Den Look habe ich geschminkt. Und ich habe ein Auge vorgeschminkt und das andere mit euch. Also, ich hoffe, euch gefällt das so. Ich habe ein bisschen Blödsinn daher gelabert, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und ja, bis gleich. Ich habe euch schon mal rangezoomt, weil ich habe das eine Auge vorgearbeitet. So wie ich das früher in meinen Videos immer gemacht habe. Wundert euch nicht über die Augenbrauen, ich muss sie noch dann reparieren. Ja, das schminken wir. Ja, so habe ich das früher nämlich auch immer in den Videos gemacht. Und ich habe da leider schon ein bisschen angefangen, nicht dumme Nuss. Ich habe jetzt schon auftragen, weil ich das gewohnt bin, gleich das zweite Auge mitzumachen. Ich habe mal Painterly aufgetragen. Habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Deswegen war das irgendwie was Spezielles für mich. Und ich habe schon am beweglichen Lid, was ich aber dann noch intensivieren werde, wenn ich das richtig ausspreche, Theta Tint drauf. Ich liebe diesen Lidschatten. Und der ist noch kaum benutzt, wie man sieht. Mehr als kaum benutzt. So, jetzt müssen wir gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich euch das ja gut mitfilmen kann. So. Ups. Also ich mache jetzt noch eine Schicht von Theta Tint drauf, weil das ein bisschen intensiver. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ein Fail und die Seite ist dann intensiver als die andere. Hoffen wir mal nicht, aber wir können ja mal gucken. Also, dann gehe ich mit dem Blenderpinsel. Das ist urkompliziert, ich habe das schon ewig nicht mehr mal gemacht, so ein Video. Oh Gott, so. Gehe ich in Query. Das sind alles MAC-Lidschatten, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Sorry. Aber ich habe die jetzt schon lange nicht mehr verwendet und ich habe mir gedacht, benutzen wir sie mal wieder. So. Wieder mein Spiegelchen. Geduld bitte, Leute. Geduld. Also, ich trage das jetzt so als V auf. Ich hoffe, man kann es sehen. So. Bin ich zu weit rausgefahren. Oh Gott! Egal. Kann man ja radieren. Jo. Die Seite gefällt mir irgendwie besser, aber ja. Kommen wir mal mit meinem Radiergummi zum Einsatz. Also Radiergummi ist gemeint mein Douglas-Lidschatten. Sieht so aus. Und jetzt werden wir das einfach unter die Augenbraue geben. Ach Gott, Katastrophe. Ich hoffe, das wird noch was. Sich in dem Display nämlich zu schminken, ist nicht leicht. Ich habe zwar einen kleinen Spiegel, aber das macht es auch nicht besser. Sorry, oh mein Gott. Ja, probieren wir es jetzt nochmal mit ein bisschen weniger Farbe. Ja, vielleicht gescheiter. Also, jetzt intensiviere ich das noch. Meine Stimme hört sich ja sehr schön an. Sorry. Oh Gott. Ich hoffe, das wird was. So. Jetzt werde ich dann noch mal mit dem Douglas. Mami, mit dem Douglas Lidschatten drüber gehen. Ich sag's euch. Ist nicht so einfach. Wirklich nicht so einfach. So.
Aber bevor ich jetzt noch, ich gehe jetzt nochmal mit diesem Lidschattenpinsel, ignoriert meine Stimme, gehe ich jetzt wieder in den Quarry, glaube ich. Nein, das ist gar nicht Quarry, das ist ein anderer Lidschatten, nicht Dumpfbacke. Sorry, ich schreibe euch in die Infobox, die Lidschatten, die ich verwendet habe. Jetzt gehe ich mit dem Lidschatten, den ich in der Lidfalte verwendet habe, unten am Wimpernkranz entlang. Ich hoffe, man kann das sehen. Wundert euch nicht, wenn ich so kacke heute ausschaue, aber das mache ich dann noch später, wenn die Kamera aus ist. Das verbessere ich dann später noch mein Make-up, weil das gehört noch verbessert. Ich schaue so kacke heute aus. Das ist der wenig Schlaf haben. Das war jetzt kein Deutsch, aber egal. Warum habe ich nicht eigentlich die andere Seite? Schau, wie ich ausschaue. Okay, wir lassen das jetzt mal so. Ja. Ich werde noch mit euch gemeinsam den Eyeliner ziehen und den Rest mache ich dann ohne Kamera. Also ihr seht, das ist ganz, ganz einfach. Ich hoffe, ihr seid damit annähernd zufrieden. Ich mache jetzt noch mit euch gemeinsam den Eyeliner. Bevor ich den Gel-Eyeliner drauf mache, mache ich noch einen Make-Up Factory Kajal drauf. Das ist so ein schwarzer. Ups. Der ist für mich so eine Art Unterlage. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Das wird witzig, Leute. Das wird witzig. Okay, bloß kein Stress. Wo ist mein Schummelding? So. Also ich ziehe immer mit so einem Schwämmchen meistens oder sowas. Sieht man's? Ich hoffe es. Ich hoffe, man sieht was. Ich ziehe einfach nur so eine schlampige Linie. Ja, die ist viel zu dick. Ja, eine schlampige Linie. Egal. Das wird, sieht man dann sowieso dann später nicht mehr. Und jetzt gehe ich mit meinem Gel-Eyeliner-Pinsel in den Make-Up Factory Gel-Eyeliner hinein. Ups, sorry. Und ziehe mir einfach einen Eyeliner. Wobei, ob das einfach ist, werden wir gleich sehen. Oh Gott. Also ich hoffe, dass man irgendwas sieht. Sieht man was? Nö. Ja, ich glaube, man hat es gesehen. Ich ziehe den halt richtig dick. Ja, ich werde ihn jetzt ausbessern, ohne dass ich jetzt weiterrede. Also sehen wir sich gleich. Ja, ich bin wieder da. Ich habe jetzt noch Concealer auftragen und gebaked. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Weil seit ich das so mache und das ein bisschen einwirken lasse und dann das wegpudere mit dem Puderpinsel, kriegt der Concealer nicht mehr so in die Fältchen rein. Nur so als kleiner Tipp am Rande, falls ihr das noch nicht kennt, aber ich glaube schon. Also, auf der Wasserlinie benutze ich jetzt den Make-Up Factory Eyebrow Lifting Stick. Ich hoffe, ich kann das so machen. Bevor ich jetzt noch die Mascara auftrage natürlich, weil sonst bei dem anderen Auge war das eine Katastrophe. Mit der Mascara drauf, weil ich gesehen habe, ich habe es vergessen. Ich mag den aber echt gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich mir ihn nachkaufen würde. Ich glaube, ehrlich gesagt, würde ich eher dann den MAC nachkaufen, den ich mal gehabt habe. Aber ich finde ihn gar nicht schlecht. Ja. Ja, es ist fast gleich, oder? Nö. Da ist ein bisschen gepfuscht, seht ihr das? Also, passe ich es einfach an. So. Gehen wir ein bisschen höher. Ich finde, da ist das eh zu niedrig. Du. Das Video wird ein Chaos. Aber ich glaube, ihr mögt es das eh. Ja. Dann zoome ich euch mal kurz raus und trage mit euch den Lippenstift natürlich auf. Konturiere ein bisschen, damit das Video ein bisschen Sinn hat. Also, ja. Was ich jetzt vergessen habe, was mir gerade auffällt, ich wollte eigentlich, oder beziehungsweise auch Fail Test, das Wort ja. Komm schon! Das mache ich dann auch mit euch, meinen Lidschatten auftragen noch, das habe ich jetzt komplett vergessen. Aber egal, machen wir mal die Kontur. Was habe ich denn da jetzt raus? Mein Gott, ist das Video vorbei. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht, sieht man kaum, oder? Also,
Jetzt wird mal konturiert mit diesen, beziehungsweise ich tue nur ein bisschen so Bronzen, nennt man das so, mit dem New York City Bronzen. Und der sieht mittlerweile so aus. Schande. Egal. So. Das mache ich immer, bevor ich Puder auftrage. Logischerweise. Und dann kann ich, wenn das ein bisschen zu viel ist, noch ein bisschen ausgleichen. Ich klatsche mir immer ein Kilo drauf, aber wurscht. Jetzt mache ich es wieder durch die Kamera. So wird die... Boah, wo habe ich denn das jetzt hin dann? Man sieht es eh nicht. Zumindest hoffe ich es. Ja. Das hätten wir mal. Und jetzt trage ich Puder auf. Wo habe ich das hingegeben? Ich hatte das vorher in der Hand. Oh, da ist es. Bevor ich aber mein Puder auftrage, mache ich noch das bei den Augen weg. So. Dann benutze ich das von Make-Up Factory und das liebe ich. Das schaut schon sehr benutzt aus. Hier. Das ist schon sehr, sehr stark benutzt. Ich mag es aber total gerne. Ich würde es mir sogar nachkaufen. Aber ich würde das zum Beispiel mit MAC jetzt vergleichen. Ich meine, ich habe eh noch genug Puder, aber von MAC gibt es nämlich auch so eins. Und das würde ich mit dem gern vergleichen mal. Aber das wird noch eine Weile dauern, weil da will ich erstmal die ganzen Puder, die ich sonst noch als Backup habe, aufbrauchen. Das wird dauern. Ja, da habe ich jetzt nur Fleck auf meiner Stirn. Sieht man durch die Cam gar nicht so stark. Aber durch den Spiegel sieht man das so stark. Katastrophe. Ich weiß, ich tue ein bisschen zu viel drauf. Jetzt schaue ich aus wie ein Geist. Aber ich mag das so. Weil es wird dann sowieso besser, wenn ich dann schon so drauf mache. Bevor ich das aber jetzt mache, zoome ich euch wieder ran und mache mal die Augen fertig. Als allererstes benutze ich mal die Lancôme Hypnose Mascara für die oberen Wimpern. Ich habe so einen Tick in letzter Zeit für alles immer was anderes zu verwenden. Urdämlich, oder? Aber ich habe eh so viel Zeug. Da ist das, glaube ich, eh nicht so dramatisch. So, ich glaube, jeder weiß eh, wie man sich tuscht, oder? Das war jetzt gemein, oder? Wenn ich mehr die Klappe halten würde, könnte ich das ein bisschen besser. Aber ja, das läuft, glaube ich, nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, sie ist gut, aber auf der anderen Seite hat es heute meine Wimpern total verklebt. Seht ihr das? Ich weiß nicht, warum. Manchmal, weiß nicht, manchmal verklebt die so die Wimpern. Will ich noch schnell in den Essence-Lidschattenpinsel gehen und mit euch da im Innen auch in den Augenwinkel ein bisschen highlighten. Eigentlich wollte ich das Augen-Make-up relativ matt halten. Aber ich kann ohne den nicht irgendwie. Jetzt kommt die Clinique-Mascara. Die finde ich gar nicht schlecht, aber ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen. Da gibt es bessere High-End, die ich mir eher nachkaufen würde. Zum Beispiel nach langem mal wieder eine MAC wäre nicht schlecht. Oder meine Estee Lauder. Da habe ich ja noch ein Backup. Ich mache nur meine Augenbrauen fertig und mein Rouge und das Ganze und dann zeige ich euch den Auftrag vom Lippenstift noch. Jetzt benutzen wir den Nifty Neon, wie versprochen. Ich weiß, vielleicht ist das Augen-Make-up ein bisschen trotzdem noch zu heftig, aber ich kann ohne Lidschatten nicht. Tja. Yay, das erste Mal. Ihr könnt ihn dann auch auf dem Blog auch noch sehen. Ich habe jetzt Angst. So, ich werde jetzt nicht reden. Oh Gott. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, ich habe ein bisschen böse hinterher geredet. Aber ich finde, das kann man so eigentlich gut tragen. Mir gefällt das Augen-Make-up. Ich habe jetzt irgendwie so eine Phase mit dem Augen-Make-up. Das ist so schön, oder? Es war spontan einfach. Hab nicht gewusst, was ich als Augen-Make-up schminken soll. Aber ja, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ihr könnt es mir mal gerne schreiben, wie ihr das findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!